Minecraft, herzlich willkommen zur 71. Folge Sky Factory. Letztes Mal haben wir angefangen mit dem ME-System hier mal richtig mit Terminal und Crafting Terminal zu arbeiten. Heute müssen wir genau den Rest da hinten noch anschließen. Dieses Zeugs hier, das geht da oben weg. Das heißt, wir pflanzen hier, glaube ich, noch eine Kiste rein. Unten haben wir noch Kisten. Ein paar, über ein Stack. So, also hier eine Kiste hin. Dann kommt hier ein Import ran. Funktioniert auch gleich schon mal. Hier machen wir auch mal Insert, weil ich möchte nachher die ganzen Dinge hier rüber ins ME transportieren lassen. Und dann brauchen wir ME-Kabel. Die von dieser Kiste runter zu der gehen. Ja, und dann wird von der Kiste alles ins ME transportiert. Quatsch, warte mal. Müssen wir doch gar nicht so machen. Das können wir doch auch mit Item Conduits lösen. Der hier wird disabled. Ist, glaube ich, egal. Insert nochmal braun und hier extra auch braun. Dann sollte jetzt, wenn ich hier das aktiv mache, das Zeug geht raus, wo geht's hin? Hier unten rein. So soll das auch sein. Das war ein Rhyme. Natürlich ist der da unten jetzt ein bisschen langsam. Aber da können wir auch noch Acceleration Cards reinmachen. Also links da. Okay. Aber das lassen wir jetzt mal. Wir gucken jetzt erstmal. Ich denke nämlich, der wird damit fertig. Locker, locker, locker. Sehr schön. Dann haben wir das ja auch schon mal gelöst. Kommt es auch da rein? Auf der anderen Seite kommt jetzt dasselbe. Das dann weg. Da kommt noch eine Kiste hin. Insert. Nee, jetzt habe ich In-Out gemacht. So, und hier kommt alles überschüssig rein. Braun. Insert. Insert braun. Und grün. Also Insert braun. Brown. Noch ein Item Conduit. Der hier wird disabled. Der hier kriegt Extract braun aktiv. Ja, das sollte jetzt hier nichts mehr reinmachen, weil die anderen sind ja hinten alle grün. Und hier sollte auch irgendwann gleich ein Diamant auftauchen. Kohle haben wir, Diamant ist auch da. Was haben wir denn hier? Da haben wir ein falsches Ding drin. Das war der falsche hier. Oder?
Das ist doch richtig. Habe ich letztes Mal gedacht, es sei falsch. Gut, dann können wir das ja eigentlich mal wieder zumachen. Muss ja keiner sehen, wie es dahinter aussieht. So, und dann brauchen wir, glaube ich, wieder ein paar neue Hämmer. Brauchen für 4, also 8. 8 Hammers. Damit es wieder ein bisschen schneller geht hier. Gut. So, im nächsten Schritt hätte ich jetzt gern eigentlich noch eine Storage. Ne, Storage. So, also warte mal, wir machen jetzt noch eine andere Sache. Wir lernen jetzt mal auf der Seite die Fässer. Lassen das ganze Zeug ins ME pumpen. Dazu kriegt er hier ein Insert und der hier Extrakt. Funktioniert. Aber das saugt schon ein bisschen schneller ein, wie er absaugt. Also müssen wir doch eine Acceleration Card machen. Diamanten, Redstone, Calculation, Eisen. Diamant, Redstone, aber hierhin, Calculation und Eisen. Und jetzt haben wir das falsche Rezept genommen. Hä? Das hier brauchen wir. Ach so, andersrum. Dann machen wir doch einfach nochmal zwei. Dann geht es auch ein bisschen fixer. Kriegen wir sowieso zwei raus. Okay. Marcel. Charts Dingster. Dann kriegt er hier zwei Stück. Und dann geht es ratzfatz. Gucken gerade mal hier rein, Zeller, hier ist ein Haufen Zeug drin. Und jetzt seht ihr, geht es ganz schnell weg. Der nimmt jetzt nicht nur 4, sondern glaube ich 8, 16 auf einmal. Ein Problem kann sein, dass gleich unten das die Karte voll ist, der Storage. Aber ich muss auf der Seite Platz machen, damit ich hier eben dann die Sandproduktion anhauen kann. Ja, da geht es viel zu schnell vorwärts. Irgendwie habe ich keinen Spieleton. Ich weiß. Oder? Doch. Ich habe nur vergessen, das. So, einmal kurz die Aufnahme abgeschmiert, weil der Ton weg war. Achso, ich wollte gucken, wie voll die Karte ist. Da ist noch ein bisschen Platz.
Aber wir sollten uns trotzdem um eine zweiten 64K Storage kümmern. Dafür brauchen wir Logic Prozessoren, Redstone und Certus Quartz. Und wir haben keine Logic Prozessoren mehr. Das gibt's ja nicht. Wir gehen die nochmal. Zwei Redstone, ein Silikon und ein Eisen. Redstone. Silikon. Ich habe wieder Eisen gesagt. Das ist aber natürlich Gold, kein Eisen. Machen wir mal in den Tisch rein, weil den braucht man nicht so oft. Wir haben nur noch 5 Quarz. Da kommen wir aber nicht arg weit. Um zu sagen, damit kommen wir gar nicht weit. Damit kommen wir gar nicht weit. Verdammt. Stück. Zwei von den großen haben wir noch. Das sind auch noch mal 3. Okay. Dann Calculation. Quarz. Wir brauchen 3. Kriegen wir aber nicht zusammen. So, dann machen wir das so hier. Dann müssen wir hier ein bisschen Sand produzieren, durchhauen. Dass wir Sand hinten wieder verpulvern können. Um Quarze zu bekommen. Und nochmal 1, 2, 3 Stacks Redstone. Gut. Wie sieht's hier aus? Da hat er was Falsches rein. Was soll denn das? Warum ist da Lead Ore drin? Kann natürlich sein, wenn hier oben zu voll ist, dass er das da reinhaut. Da könnte man eine Whitelist erstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht aber auch nicht. Oder er kommt hier raus. Mach mal so. Das geht trotzdem, weil das geht halt dann einfach einen anderen Weg. Aber es kann halt nicht mehr passieren, dass das hier reingeht. Dann machen wir das auf der anderen Seite. Nicht so. Weil da geht es nicht. Doch geht. Aber die wissen nicht mehr wohin. Also müssen wir hier braun machen. Dann müssen wir die aber auch alle umstellen. Dann muss hier überall braun eingestellt werden.
bisschen, wir könnten nervig sagen. Und dann geht es wieder. So, ich habe immer noch Angst, dass unten eben die Karte überläuft. Aber nee, da ist genug Platz, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und wenn da mal ein Item da falsch ist, dann ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Wo waren wir? Quarz, Sand, Modular Storage. Jetzt ist der Speicher hier unten auf jeden Fall überhaupt kein Problem mehr. Dann kann ich auch die anderen Fässer da noch dran schließen. Und dann laufen die einfach mal leer. In Nether müssen wir nämlich auch gleich mal. Ups. Um uns Blaze Rods zu besorgen. Ich würde nämlich gern auch eine Ender Chest endlich mal bauen. Um von der Monsterfalle unten die Ressourcen nach oben zu kriegen, ist das der einfachste Weg. Kann sein, dass natürlich die Kiste gleich wieder überläuft hiervon. Kommt gerade mehr nach, wie weg kann. Wir machen jetzt mal weiter, wir können gleich die Acceleration Card von der anderen Seite noch holen. Sollte ich ja einfach mal noch offen lassen, solange ich hier dauernd rumbaue. Weiß eigentlich geht. Brauchen wir gar nicht irgendwas. Gold ist schon leer. Da hinten ist auch schon leer, also brauchen wir das doch gar nicht. Sehr schön. Können wir die Wand wieder zumachen, weil das läuft jetzt automatisch. Und hier kommt eben dann noch die Sand zu Dust-Produktion. Die Sand-Dingster-Produktion hin. Storage. Hier rein. Gut. Hier drüben ist schon fast alles leer. Naja, doch nicht, aber
so fast zumindest. Kann man da noch irgendwas reinmachen? Meter Quarz. Ich muss gerade mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Dann werden wir hier auch mal noch, da muss man raus, die Maschinen umstellen. Export braun aktiv. Dann haben wir nämlich alles, was wir zum Bauen brauchen, auch im ME schon drin. Was dann natürlich in der nächsten Folge oder in der übernächsten kommt, ist Automatisierung. Das heißt Rezepte einspeichern, beziehungsweise die Anlage erstmal dafür umbauen. Okay, das soll es auch schon hier gewesen sein. Aber da unten wird jetzt wahrscheinlich Katastrophe sein. Das habe ich mir gedacht. Wie sieht es hier aus? Könnte man hier vielleicht eine rausnehmen? Ja, nein, vielleicht. Lieber nicht. Die Rohstoffe gehen ja nicht verloren. Der zieht dann einfach nur weniger nach, soweit ich das weiß. Und sobald hier eins schon leer ist, zieht er einfach weniger. Auf der Seite ist halt einfach deutlich mehr drin. Aber hier drüben ist es jetzt auch nicht mehr so viel. Glas können wir wieder wegmachen. Und den Sand können wir mal reinholen. Was ich schon längst mal machen wollte, ist eigentlich das Fass da oben umstellen auf Sand. Könnt ihr hier nämlich durchschaffen. Ach, das ist eine Conduit-Fassade. Dann fängt man die doch mal nach nichts. Hä? Warum geht es nicht? Geht's. Okay. Gut, also die Fässer sind angeschlossen, die lernen sich jetzt. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, hören. Bis dahin sind die Fässer vielleicht, beziehungsweise, ja, müssen wir mal gucken. Werden sich natürlich etwas gelehrt haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es weiter im Ende, nein, nicht im Ende, sondern im Nether, um uns, ich könnte hier auch mal ausmachen, das wäre doch eine Idee, dann kommt nicht so viel Zeug nach, dann leert er die Fässer schneller. Also im Nether werden wir uns wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.